Als ich dieses Spiel zum ersten Mal startete, begrüßt mich ein monotoner Ladebildschirm mit einem dieser typischen Kampftipps. Ich weiß jetzt schon, Fallen Legion Revenants ist wahrscheinlich nicht an mich gerichtet. Angespielt: Fallen Legion Revenants. Fallen Legion selbst ist eine Spielreihe, die seit 2017 von Yummy Yummy Tummy entwickelt und vom indonesischen Studio Minsphere mit den Zeichnungen versorgt wird. Interessant ist hierbei, dass der Videospielmarkt in Indonesien sehr schnell wächst, ihr Markt aktuell weltweit auf Platz 16 liegt und sie dabei im Jahr 2017 quasi die Hälfte des südostasiatischen Marktes ausmachten. Ich für meinen Teil denke dabei zwar an Titel wie Coffee Talk, aber bei Fallen Revenants habe ich irgendwie nicht einen Entwickler wie Yummy Yummy Tummy erwartet. Wie auch immer, 2017 erschien also Fallen Legion Sins of Empire auf der PlayStation 4 und erzählte von dem Königreich Fenumia und einer Prinzessin Cecile. Anschließend erschien Fallen Legion Flames of Rebellion für die PS Vita, später ebenfalls für die PS4. Hier ging es mit dem männlichen Protagonisten Legatus Laendur weiter. NIS America brachte mit Fallen Legion Rise to Glory eine Switch-Version auf den Markt, die beide Erzählstränge vereinte und sie mit neuen Inhalten fütterte. Fallen Legion Plus brachte die zwei Spiele als zwei Kampagnen in einem Spiel auf die Plattform Steam. Obwohl die Spiele fast auf allen Plattformen eine mittelmäßige Bewertung abbekamen, schien sich doch eine treue Fanbase entwickelt zu haben, die sich gerne über Fallen Legion ausgetauscht hat. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Ich schaue mir Fallen Legion Revenants auf der Switch an und stelle schnell fest, ein Intro, eine Erklärung und eine richtige Einführung bekomme ich hier nicht. Was mir allerdings positiv auffällt, sind die Kämpfe. Die sind kurz gehalten und passieren nicht so oft. Das System aus Echtzeit- und Rundenstrategie macht richtig viel Spaß. So sehr, dass es anfangs der einzige Grund ist, warum ich überhaupt zu diesem Titel zurückkehre. Und beim höchsten Respekt an Minsphere, aber die Standbilder, die mich an der Erzählung halten sollten, sehen alles andere als schön aus und ich möchte sie einfach nur schnell wegdrücken. Ich schäme mich ein wenig dafür, wenn ich in diesem Spiel positive Augenblicke habe. Zum Beispiel, wenn ich mit Lucian politische Entscheidungen treffen oder Investigationen für einen weiteren Weg von Rowena anstellen muss. Wenn ich einen exzellent in meinen hochkonzentrierten Runden schaffe oder ohne einen einzigen Schadenspunkt durchkomme. Revenant hat trotz seiner subjektiven Hässlichkeit eine Sogwirkung auf mich. Und die ist dem ausgefeilten Kampfsystem zu verdanken. Allerdings kann sich ein Spiel heutzutage leider nicht darauf ausruhen und deshalb verschwindet es in der Masse seiner mittelmäßigen Mitspieler. Wenn ihr jetzt also meine ausführlichen Erfahrungen und Gedanken zum Spiel lesen wollt, dann schaut gerne in den unten verlinkten Artikel vorbei. Für mehr Tests klickt gerne auf unsere Playlist und für alles weitere abonniert gerne einfach unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!